Wunderschönen guten Morgen. Wir haben gut geschlafen hier in unserer Unterkunft, im Kauerungen. Und ja, heute geht es los. Heute verlassen wir Norwegen seit einer langen Zeit. Jetzt waren wir lange in Norwegen gewesen, über eine Woche. Und fahren Richtung Schweden runter, an Göteborg vorbei. Und dann wieder über die grosse Brücke, über die Öresundbrücke, wo wir ja schon von der Hinreise genommen haben, drüber gefahren sind. Ausser wir fahren nicht über den grossen Belt zurück, über Dänemark, also Dänemark schon, aber nicht komplett Autobahn, sondern fahren nachher abend Richtung Fehmarn, fahren heisst das, glaube ich, Rugby auf Putzgarten, Putzhafen, irgend so etwas, ich weiß es gerade nicht mehr. Fahren wir abend, ja. Die sind zwei fleissig am Scheibenkratzen. Es ist wieder knackig kalt, etwa so minus 16 Grad, aber die Scheiben sind gefroren das Mal. Ist ein bisschen feuchtet hier. Hat auch ordentlich Schnee wieder gesehen, überall. Es ist nicht freigeschaufelt, alle Hausplätze sind noch besetzt, also weiss. Ja, ja, geht wieder ein Stück weit heimzu, ja. Und wird auch jetzt nicht mehr so viel filmen, weil es ist ja nicht mehr so interessant. Vielleicht wieder über die Brücke oder die Fähre vielleicht noch ein bisschen mitnehmen. Und Deutschland ist so, naja, fahren wir einfach heim. Also vermutlich wird das jetzt das letzte Video sein, das ich hier jetzt anfange, bis wir dann daheim sind. Aber wir werden es sehen. Aber ich denke schon. Gut. Dann fahren wir mal los. Ah, und heute ist der 7. Januar. Also genau, nicht gestern. Gestern waren es 2 Wochen, die wir unterwegs waren. Heute ist es 2 Wochen und 1 Tag. Also der 15. Tag jetzt. Wir haben ja anscheinend so 17 Tage, bis wir daheim sind. Am 9. sollten wir daheim sein. Noch so 2-3 Tage. Genau. Und es ist gerade morgen am 8. Und es ist ja, du siehst es an mir, es ist schon ordentlich hell überall. Ja, kommen wir langsam wieder in die hellere Gegend zurück. Gut, jetzt fahren wir aber los. Wir sind wieder in Schweden. Da hinten ist irgendwie der Zoll. Und wir fahren einfach über die Autobahn durch. Es ist 70, keine Ahnung. Hier, Tull. Der Zoll ist hier. Und ja, somit sind wir wieder in Schweden. Nach einer langen Zeit. Jetzt sind wir über eine Woche in Norwegen gewesen, hast du vorhin schon gesagt. Ja. Jetzt haben wir wieder schwedische Autobahn. Aber nach Göteborg, nachher um Malmö herum und dann geht es schon über wieder auf Dänemark. Jetzt fahren wir hier an Göteborg vorbei. Da hat es auch wieder ein bisschen mehr Hochhäuser. Die Sonne blendet nach wie vor. Und davor hat es irgendwie so eine Art Vergnügungspark. Hier sehen wir eine Achterbahn. Da hat es noch so einen Freefall Tower. Keine Ahnung. Hier sieht man eine Achterbahn. Fast wie in Kopenhagen eigentlich. Sieht das hier hinten aus? Interessant. Viel Verkehr natürlich jetzt hier. Höhe Stadt. Da hat es noch ein bisschen Häuschen hier oben. Links halten und weiter. Und so geht es weiter. Weiter Richtung Dänemark. Go, go, go! Easy living
Cyclocross, wedelig hinter uns. Davor ist die Saustelle für die Öresundbrücke, wo es dann wieder rüber geht auf Dänemark. Das heisst, Kreditkarte führen und dann fahren wir weiter. Wir sind angekommen. Hallo zusammen. Jetzt mache ich das mal. Mal schauen, ob ich das auch kann. Wir sind hier. Wo sind wir hier? Ja, keine Ahnung. Maribor. Das Maribor, genau. Nicht Maribor, sondern Maribor. Die Füllung ist ein bisschen hoch. Aha. Ja. Maribor, Dänemark. Wir haben heute 650 km gemacht. Also wir sind schon wieder weit runtergekommen. Morgen geht es auf Deutschland. Wir müssen nur durch Deutschland durch, aber Deutschland ist gross. Jetzt bin ich gerade am Schauen, wie wir hier reinkommen. Ja. Das ist unser Haus. Du darfst weitermachen. Es sieht eigentlich gar nicht schlecht aus. Es sieht heimelig aus. Wir sind hier in einem Quartier drin. Also ja, ein herziges Quartier. Und hier sieht man auch schon die Küche rein. Die sieht nicht schlecht aus. Da kann ich arbeiten. Das ist gut. Aber es sieht ein bisschen altmodisch aus. Die Küche sieht aus wie die von meiner Großmutter. Naja, immerhin eine Küche. Ja. Aber da ist... Okay. Hier geht es rein. Ah, da hinten geht es rein. Es hat mich ja gedacht, dort ist... Beim Löi hat es geheißen. Ah, beim Löi. Ja. Ja, da ist ein Löi. Genau. Ich muss mich schnell umdrehen. So, also, wir haben Türen aufgebracht. Hier schmeckt es. Okay. Altmodisch, aber ja, upsla. Hoppla. Immerhin, es hat Licht. Oh, wow. Nehmen wir das an. Ein herziges Bad. Hoi zusammen. Ja, sieht eigentlich gar nicht schlecht aus. Hä? Schöne Dusche. Naja, mit Vorhang, aber immerhin. Immerhin nicht mehr Platz, ja. Ups, ich mache da wieder alles. Gut, was ich am besten kann. Genau. Ja. Und das Beste daran ist 120, 100, 130 Franken pro Nacht für 3 Leute. Nicht schlecht. Ich muss mal hören, bevor ich einen Lichtschalter für die Küche gesucht. Ja, da ist hier. Da ist hier. Hier, vor der Tür. An der Tür. Aber das muss man zuerst mal bitten. Schauen wir mal die Küche an. Gar nicht schlecht. Sieht nicht schlecht aus hier. Ja, da kann man nicht mal kochen. Ja, ist nicht schlecht, ja. Was ist echt hier drinnen? Das sind die Türen, und die ist zugeschlossen. Aufgeschlossen. Ja gut, Waschraum. Gut, okay, ich glaube, hier dürfen wir nicht rein, sonst wäre es nicht zugeschlossen. Dann haben wir wieder zugeschlossen. Mal die restliche Wohnung anschauen. Oh wow, Esszimmer, schön und eine riesen Stube mit rechtem Sofa, rechtem Fernseher, ja, nicht schlecht. Schön, sogar so quasi noch eine Freisitz da draußen. Ein Wintergarten. Wintergarten. Lukas ist bringt Türen im Zug. Kalt, he? Das ist sehr gut gemacht. Ja. Nein, noch nicht. Du hast auch noch.
So, jetzt haben wir einen Schalter, ich weiß nicht, keine Ahnung. Da ist überall Schalter. Ich denke dann mal, du hast mit zu der Wange, das ist einfach ein Schalter. Keine Ahnung, was ist, wenn ich den drücke. Sehen wir den? Da haben wir ein Schlafzimmer. Sehr gut. Und das zweite Schlafzimmer, nicht schlecht, gut. Ja gut, da kann man eine Nacht bleiben, das ist gut. Okay. Ja. Dann mal schauen, ob wir uns hier zurechtfinden, aber ich glaube schon. Lukas ist irgendwie am Knüsten da. Ja, sehr gut. Upsla, ja gut, okay. Ja, nu. Ja, das. Ja, ich hoffe, euch gefällt es. Und je nachdem, bis später. Und wenn man es nicht mehr sagt, gute Nacht und bis morgen, je nachdem. Ah, die Gange, wir gefallen gut. Sehr gut. Wunderschönen guten Morgen hier aus dem Häusli in Dänemark, in Maribo. Wir sind gerade am Ausziehen, weil heute geht es weiter. Und zwar Richtung Fähre. Wir fahren ja nicht mehr über Dänemark zurück. Also schon über Dänemark, aber nicht über das Festland, über die zwei Brücken. Also den grossen Bälde lassen wir aus. Gestern haben wir die Öresundbrücke gemacht. Wir sind jetzt bei Kopenhagen runtergefahren und fahren dort über die Fähre Richtung Puttgarten über. Und kommen nachher bei Lübeck vorbei, in Richtung Hamburg runter. Weil oben durch ist so langweilig, dass wir rauffahren, haben wir gesagt, wir fahren einfach die Fähre runter. Ja, die Brücke war auch schön gewesen, aber so sollten wir ein bisschen Kilometer sparen. Und wir müssen heute nicht allzu weit fahren. Wir haben 550 Kilometer rund, also etwas ist noch Fähre noch. Wir fahren bis etwa um Kassel herum, also etwa ähnliche Region, wie wir im Erstag gemacht haben. Göttingen ist das gewesen. Ja, und dann fahren wir mal los. Die Autos laufen schon. Ich bin jetzt noch im Haus hin, wie gesagt. Noch schnell schauen, ob noch etwas rum ist. Und jetzt gehe ich raus zu den Autos und dann fahren wir los. Fähren angekommen. Jetzt müssen wir schauen, wo wir hier her müssen. Das ist schnell gegangen. Ja, anscheinend an der blauen. Jetzt kannst du eine von den blauen nehmen, die maximal 6 Meter steht. Also hier. Das Ziel befindet sich auf der rechten Seite. Genau. Und dann schauen wir mal hier, was wir hier machen können. Anscheinend habe ich hier so einen Strichcode. Hier. Jetzt kann man den vielleicht mal irgendwo im Scanner hernehmen. Willst du den Bohrer vielleicht? Ja. Ja. Jetzt geht es auf Deutsch. Da. Ja. Willkommen. Check-in mit Buchung. Jetzt kannst du hier den Strichcode scannen von dem Telefon. Ja, nicht nur drehen. Ja, Entschuldigung. Sonst ist es verkehrt. Wo mache ich das? Ja, wo es rot ist. Also da? Ja. Jetzt noch. Dann. Jetzt hast du zwei Personen. Enter. Ja. Bitte fahren Sie in Spur 7. Da, das ist ja gut gegangen. Starten mit dem Ton. Schnell auf den Lukas, ja. Ja, das ist ja super gegangen. Coole Sache. Dann fahren wir mal vorne, wir sehen es dann nachher. Der Dan ist zwar der Wäschmaschine am Werk, der macht auch ein bisschen Lärm, aber ich kann so nachher den rausschneiden. Wir sind jetzt hier an der Fähre angekommen und ist hier gerade hinter dem Auto. Wenn du kommt rein, seht ihr den Trampi, wo wir aufs Schiff müssen. Jetzt war der vorne dort. Ich stehe hinter dem Auto, wo da Haufen Autos stehen, wegen der Kennzeichen. Und dann habe ich gerade alle Kennzeichen gefunden. Also dort vorne geht der Trampi auf dort.
Da wird gerade die Wischmaschine durchfahren. Willkommen, nächste Abfahrt 8.45 Uhr. Wir fahren alle halbe Stunde. Also wir warten jetzt hier noch etwa eine Viertelstunde und dann geht es auf die Fähre rauf. So, jetzt fahren wir hier die Rampe auf, die ich vorhin gezeigt habe. Und dann geht es hier in die Fähre rein. Sehr interessant, noch nie so eine grosse Fähre gefahren. Vor allem nicht mit dem Auto. Aber sonst nie ein Schiff oder so. Das nächste Grössere, wo wir gefahren bin, ist mit dem Lastwagen gesehen auf dem Bodensee. Aber ja, es sieht von außen grösser aus, als es ist. Also von dem her. Hier ist es wiederum nicht mehr so gross. Ja gut, dann gehen wir nachher rauf und dann filmen wir dann mal die Abfahrt. Noch ein bisschen mehr filmen und so, sicher noch interessant. Bis nachher. Ja, ist noch interessant, er riecht nicht ordentlich. Also hier, die Grüne hat auch keine Freude. Schmeckt auch ordentlich nach Diesel. Nach Heizöl mehr oder weniger. Ja, dort fahren wir dann dort raus. Durch den Durchgang raus und auf die andere Seite über irgendwo, keine Ahnung. Irgendwo da hinten am Horizont sieht man ein bisschen Land. Ist dann Deutschland. Aber wo genau was wir anlegen, weiß ich nicht. Und dann ist noch das grosse Schiff. Weiß nicht, ob man das noch sieht. Mehr zoomen kann ich leider nicht. Das ist ein Containerschiff. Es bewegt sich immer nach rechts. Ja, coole Sache. Dort hinten ist auch noch ein bisschen Festland von Dänemark. Ja, typisch Hafen halt. Interessant. So, los geht's. Wir bewegen uns. Wir sind ordentlich am Quatschen. Aber wir bewegen uns. Richtig Deutschland über. Da sind sie auch noch am Bauen, fleissig. Und auf Windräder. Da hat es Windräder tonnenweise. Also vom Meer raus überall. Es hat immer am Wind hier. So, ist schon ein Stück außerhalb. Und dann kommt die andere Fähre. Oder was das auch immer ist. Kommt dann mal ein anderes Schiff. Auf dem offenen Meer. Eindrücklich. Auf der Karte sieht das nicht so gross aus. Ja, das ist die andere Fähre. Da fahren auch mehrere. Lukas meint bis zu 4 Stück. Hybridfähre. Ich habe nicht gewusst, dass es von Schiffen auch einfach Hybrid gibt. Interessant. Aber vielleicht hier eine Batterie an Bord. Ja, nun. Dort hinten geht's. Immer weiter Richtung Deutschland. Also, die See ist ein bisschen rauer geworden, aber dort hinten ein paar Sonnenstrahlen. Es schwankt ein bisschen. Es lenkt auch ein bisschen zum Schlechtwerden. Zum den Magen ein bisschen umrühren. Aber ja, wir sparen viele Kilometer. Ah, da kommt wieder eine Fähre uns entgegen. Ich sehe es ein bisschen an deren an, wie es tut. Es windet nicht fest, aber es hat eigentlich nicht grosse Wellen, aber die Fähre wird doch ein bisschen durchgeschüttelt. Auch unsere. Und das ist tatsächlich eine Hybridfähre. Also die haben 4 Dieselmotoren dran, oder drin, die Strom erzeugen durch einen Generator, die eine Batterie speisen und die die Fähre antreiben. So, wir sind in Deutschland angekommen. Dort vorne geht es jetzt wieder rein, so. Dort im Durchgang. Da. Bis in das Hafenbeck rein. Und dort vorne, wo die roten Lichter leuchten, wir sind die Rampe genommen und dann wieder drauf fahren. Ja, jetzt kommt auch noch eine Meldung, dass wir das Auto zurück müssen. Wir bitten alle Passagiere, ihre Plätze einzunehmen. In 5 Minuten kommen wir an. Und dann geht es weiter durch Deutschland. Juhu! Richtig heim. We'll be right back.
heute Tag. Ihr seht, ohne Kappe, es ist warm geworden, minus 2 Grad. Wir sind hier irgendwie angekommen, jetzt geht es irgendwie dort rauf. Das ist 19, jetzt sehe ich es erst. Und müssen wir auch das Auto auf die Seite stellen, weil hier ist nicht so viel Platz. Irgendwie. Aber das laden wir mal aus und dann sehen wir es dann. Es sieht interessant aus. Es ist eine kleine Wohnung, die es reicht. Heute haben wir 550 km gemacht, morgen sind es noch einmal so viel. Und dann sind wir daheim. Gut. Die Wohnung kommt nachher. Oder gerade besser gesagt für euch. So, hallo zusammen. Jetzt mache ich das mal ausnahmsweise. Also, das wäre die Haustür, die habe ich mal aufbekommen. Und dann geht es dort steigen auf. Sieht eigentlich noch gemütlich aus. Es ist aber gemütlich aus. Ja, ist cool. Dann ist es hier die rechte Wohnung. Schlüssel passt an und geht auf. Sehr gut, ist aufgegangen. Also, jetzt mal schauen. Hier ist der Eingangsbereich anscheinend, so wie es aussieht. Ja, sieht ganz schlecht aus. Ein bisschen Licht machen. Das ist anscheinend in dem Sinn Esstisch, wie auch Schlafsofa. Okay, der Fernseher ist auch noch da. Ja, schön. Gehen wir mal weiter. Ah, und da ist noch das Schlafzimmer. Schön, zwei Bett. Und da haben wir einen schönen Spiegel, hallo zusammen. Und einen schönen Schrank, der gefällt mir. Sehr schön. Gut. Und hier mal wieder raus. Okay. Du bist auch Spiegel. Hallo zusammen. Aha. Und hier haben wir Küche. Nicht schlecht. Gut. Schön. Herzig. Cool. Gut. Ah. Wow. Oh, sie sagen, wow, schmeckt gut da drinnen. Man sieht mit diesen Holzbalken recht rustikal aus. Aber ich finde das mega cool. Schöne Dusche. Ah, und hier natürlich wieder ein Spiegel. Hallo zusammen. Ja gut, Toilette, da klemmst du dich nicht gleich ein. Das ist auch gut. Ja super, gefällt mir. Schön, ja gut. Sehr gut. Ja, also. Dann würde ich sagen, wir gehen uns so mal einrichten und sehen wir uns eventuell später. Bis später. Tschüss. Schönen guten Morgen, das letzte Mal von unserer Reise. Hier haben wir übernachtet, in diesem Haus hier. Und hier steht eben das Auto. Jetzt kommen wir von überall das Auto. Ja, jetzt wird wieder gepackt und dann machen wir unsere finale Etappe Richtung Schweiz heim. 550 km sind heute. Ja, packen wir es an. Jetzt stellen wir das Auto vor den Eingang, dass wir einladen können.
so, grüezi wohl. Nach einem guten Stück durch Deutschland war es recht mühsam, sind wir jetzt daheim angekommen. Also, wir haben es geschafft. Ohne einen Kratzer. Das Auto ist da. Jetzt müssen wir noch in Schnee rum daheim. Ist alles. Da haben wir jetzt wieder Schnee. Jetzt sind wir so weit in den Norden hochgefahren. Da haben wir auch Schnee jetzt. Ja, ich hoffe, es hat euch so weit gefallen. Und danke fürs Zuschauen. Und ja, wir gehen wieder einmal mit dem Dachzelt raus. Später dann mal. Vielleicht machen wir mal Wintercamping und sonst auch den Frühling wieder. Also, es wird auch jetzt im Moment lang keine Videos kommen. Aber ihr habt ja jetzt genug, um zu schauen. Also von dem her doch gut. He? Genau. Ja. Also, dann macht's gut. Ja. Und dann bis gleich wieder einmal. Ciao zusammen. Tschüss.